Liebe Freunde, es gibt wieder viel zu tun, aber wie sollte das auch anders sein bei Victoria 3? Also, unsere Kolonien, damit fangen wir jetzt mal an. Die sind isoliert. Und dafür, um das aufzuheben, habe ich mal bei allen Kolonien schon mal die erste Stufe des Hafens eingereiht. Also, sobald sie einen Hafen haben, gelten sie nicht mehr als isoliert. Und der positive Nebeneffekt ist natürlich, dass wir mehr Konvois kriegen, die wir auch ganz dringend brauchen, um weiter wirtschaftlich zu wachsen. Dann haben wir ja vier Handelsrouten, die gerne weiter wachsen würden. Fisch aus Dänemark, Blei von den Briten, Färbemittel von den Briten und Kaffee von den Briten. Würde alles gerne noch mehr. Sind das alles Importrouten? Ah, ne, hier Blei wird exportiert. Okay. Ja, würde alles gerne wachsen. Geht aber nicht, weil wir nicht genug Konvois haben. So. Zwei Bataillone in Reserve. Da müssten wir einen General befördern. So, haben wir das Problem schon mal gelöst? Unproduktive Handelsroute. Getreideimport aus Frankreich werden wir beenden. War auch schon auf Stufe 1. Immer da einmal kurz drauf gucken. Und dann haben wir immer noch nicht alle Baupunkte investiert. Das ist der Wahnsinn. Wir können 244 Baupunkte investieren. Wir können mal danach gehen. Ja, die Handelsrouten, die Konvois benötigen. Export von Blei. Das kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Import von Stahl und Import von Glas. Dass wir das dann selber ausbauen. Auch schön produktiv. Also Glas hätten wir auf jeden Fall. So, mal zwei Stück. Und das andere war Stahl. Oh, schau ich mal die Chemiefabriken an. Aber bleiben wir erstmal beim Stahl. Wird schon zweimal ausgebaut. Haben wir noch ein drittes Mal aus. Und Chemie wird auch schon zweimal ausgebaut. Bauen wir noch ein drittes Mal aus. Jawohl, und dann haben wir hier die Events. Da ist mir in der Vorbereitung auf diese Folge auch noch was aufgefallen. Und zwar Entscheidungen. Es gibt ja hier die Journaleinträge. Da gibt es ja auch noch Entscheidungen. Und die Kongo-Expedition, die hätten wir schon starten können. Wir machen das mal so. Wir schauen uns erst die Events an und dann schauen wir uns die Entscheidungen an. Zwielichtige Verbindungen. Verdrossen über einen langwierigen Gesetzgebungsvorgang ist David Simons, das Oberhaupt einer Interessengruppe, nämlich der Kleinbürger, mit einem Vorschlag an uns herangetreten. Der Prozess ließe sich beschleunigen, wenn er seine persönlichen Verbindungen in den Staatsapparat nutzen würde. Kleinbürger, politischer Druck 6,9%. Loyal plus 20. Arbeiter sind dort aktiv, Büroangestellte, Ingenieure. Und noch ein Zitat. Ein paar Worte für die richtigen Ohren ist alles, was ich verlange. Das bleibt natürlich streng im Rahmen des Gesetzes und wenn ich nicht garantieren kann, dass unsere Widersacher in dieser Angelegenheit derlei Handeln mit viel Freude beobachten würden. Die Widersacher sind die Industriellen. Da sind wir nur noch bei plus 4. Das gefällt mir gar nicht. Ja.
glaube, wir brechen das ab und verabschieden was anderes. Also die minus 2 bei den Industriellen, die möchte ich jetzt eigentlich nicht haben. Wenn man hier 10% Erlassungszeit, okay, es ist nicht der Erlassungserfolg. Ah. Aber die Debatte dauert dann immer länger. Diskriminierte Pops dürfen nicht emigrieren, also auswandern. Das hatten wir vor allem gemacht, um hier die kleinen Bürger, Landbewohner und Gewerkschafter glücklich zu stimmen. Vor allem die Landbewohner. Zweites Event, dann Gesetze, dann Entscheidungen. Wahlkampagne auf Schienen. Blip Beton will ganz Wallonien mit dem Zug bereisen, um für eine Partei, die Freihandelspartei, Wahlwerbung zu machen. Ich will mich nur dem Volk vorstellen. Ich bin ein einfacher Mensch, der die Botschaft seiner Partei so weit wie irgend möglich mit allen verfügbaren Mitteln verbreiten will. Weniger Eis im Bandresatz. Freihandelspartei, Industrielle und Intellektuelle. Das Schicksal der Nation hängt davon ab, dass dieser Zug pünktlich ist. Oh Mann. So 20% Momentum für die Freihandelspartei. Dann werden die bei der nächsten Mal richtig gut abschneiden. Und wir bekommen plus 25% Eisenbahndurchsatz. Okay. Gesetze, Entscheidungen. Was anders? Wir schauen, was mit unserer Regierung möglich wäre. Und dann brauchen wir hier schöne grüne Balken. Ah, die Berufspolizei. Und da waren die Landbewohner gegen. Die sind jetzt aktuell auf 7. Aber wenn wir das aktuelle Gesetzesvorhaben abbrechen, dann rutschen die auch, glaube ich, wieder direkt ein bisschen nach unten. Ansonsten hätten wir... Was denn mit Grundschulpflicht für die Kinder? Oder hier, völlige Trennung. Dann werden andere Religionen gar nicht mehr diskriminiert. Das wäre doch gut. Völlige Trennung. Grundschulpflicht. Wer ist gegen Grundschulpflicht? Die Intellektuellen, das könnten wir uns erlauben. Und dann hätten wir, dann könnten wir die Institution Bildung noch einmal, also auf Stufe 5 bringen, die ist aktuell auf 4. Dann hätten wir mehr Alphabetisierung. Meinungsfreiheit hätten wir auch noch. Und... Wir haben noch viel bessere Sachen, Leute. Wir haben noch viel bessere Sachen, die möglich sind, als hier die blöde... als den blöden Landbewohner nachzulaufen. Schluss hiermit. Zack. Ja, das können wir jetzt einige Zeit lang nicht verabschieden. Da müsste man ein Jahr warten, um was neu zu starten. Also. Völlige Trennung. Gefällt mir. Und Grundschulpflicht? Ach, wir haben die Menschenrechte noch nicht. Ah, okay. Und wir müssen eine Technologie auswählen. Das kann ja dann
Das wird dann auf jeden Fall hier Menschenrechte. Zack, 1,5 Jahre. Und wir verabschieden jetzt erstmal völlige Trennung. Jawohl. Gerade die Menschen, die dann in den Kolonien sind, dass sie nicht aufgrund ihrer Religion diskriminiert werden. So, dann haben wir das. Und als nächstes die Entscheidungen. Kongo-Expedition. Das Herz des afrikanischen Kontinents bleibt für viele ein Rätsel. Wir werden eine Expedition entsenden müssen, um den Flusslauf des Kongo bestimmen zu können. Voraussetzungen. Belgien ist im Frieden. Belgien hat ein Interesse an der Staatsregion Kongo. Mindestens 3 belgische Charaktere haben wir. Wir haben 2 Generäle und einen Admiral. Und Belgien hat Chenin erforscht. Löst das Ereignis Kongo-Expedition aus. Natürlich jetzt ein bisschen spät vielleicht. Da ist schwere Malaria. Und wird noch vom Kongo selbst kontrolliert. Ja, okay, also. Kongo-Expedition. Es wurde eine Expedition zur Erforschung der Flüsse Lualaba und Kongo aufgestellt. Für die Expedition ins Herz der Natur, fernab der Zivilisation, wurde eine Reihe von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen versammelt, deren jugendlicher Enthusiasmus sich mit der vorsichtigen Furcht mischt, die unsere erfahrensten Forscher gegenüber dem unerforschten Kontinent empfinden. Das ist eine gute Idee. Einen Leiter auswählen. Eine Reihe starker Kandidaten hat ihr Interesse an der Expeditionsleitung bekundet. Wir sollten diese Entscheidung jedoch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der erste, der ankam, war ein gut gekleideter, munterer, fast noch junger Herr, der nicht nur beeindrucken wollte, sondern auch bereit war, einem zu gefallen. Sein Lächeln war so breit, wie man es sich nur vorstellen kann, und er war sehr modisch gekleidet. Wenn Sie gestatten, sagte er höflich und legte seinen Ausweis vor. Also entweder den Admiral. Boah, das kostet 17.500. Dauerhaft. Achso, wird entfernt, sobald die Expedition abgeschlossen oder gescheitert ist. Louis Evain. Immer den. Warum wird der hier bevorzugt? Wahrscheinlich einfach zufällig, würde ich sagen. Okay. So, jetzt haben wir hier noch eine weitere Entscheidung. Die möglich wäre, eine große Ausstellung abhalten. Eine große... Moment. Ja, Entschuldigung, die Stimme war weg. Eine große Ausstellung abhalten. Eine große Ausstellung abhalten, um der ganzen Welt die eigenen Wunder zu zeigen. Je mehr Techniken man zeigt, desto erfolgreicher ist die Ausstellung. Da müssten wir eine Kunsthochschule auf 10 haben und eine Universität auf 10. Ich glaube, Universität, da sind wir gar nicht so weit von weg. Unsere Schule ist erst auf 4. Universität. Achso, wir bauen bei unseren Kolonien, bauen wir auch jeweils eine Uni, okay. Um dort mehr qualifizierte Arbeitskräfte zu bekommen. So, wir exportieren die Kunstwerke nicht.
Und wir haben einen... Oha. Warum haben wir denn nur noch einen Bedarf von 6? Warum ist der Bedarf zurückgegangen? Warum ist da der Bedarf zurückgegangen? Das finde ich etwas merkwürdig. Ich beende mal die Pause. So, ehrliche Arbeit bei den Landbewohnern deaktiviert, ja. Da ihr bevorzugtes Gesetz nicht mehr behandelt wird, sind sie sofort unzufriedener geworden. Und die Industriellen sind aber deutlich zufriedener geworden. Wir sind sofort auf 15 gestiegen. Von 4 auf 15. Ja, die Kapitalisten, die tragen 20% mehr zu den Investitionsfonds bei. Das ist super. Ah, was ist das hier mit dem Bedarf nach Kunst passiert? Na gut, dann werden wir hier wieder eine Exportroute einrichten. Für den Franzosen. Wir können dann ruhig die Uni in Flandern können wir ruhig auf 10 ausbauen. Das ist kein Problem. Oder in Holland. Mal schauen, wo wir mehr Bauern haben. In Flandern. So, was mit der Expedition? Die Expedition hat ihr Ziel erreicht. Nach einigen Wochen der Vorbereitung und der weiten Anreisen ist die Expedition angeführt von Louis Evain an der Mündung des Kongo angekommen. Von hier aus wird ihre Reise beginnen, um den genauen Verlauf dieses schwer zu fassenden Flusses zu bestimmen. Diesen Fluss hinaufzufahren war wie eine Reise zu den frühesten Anfängen der Welt, als die Flora ungezügelt auf der Erde wucherte und die großen Bäume Könige waren. Ein leerer Strom, eine große Stelle, ein undurchdringlicher Wald. Die Luft war warm, dick, schwer und träge. Es gab keine Freude am strahlenden Sonnenschein. Die langen Wasserwege verliefen endlos in die Düsternis der alles überschattenden Ferne. Fügt dem Journal Belgiens Kongo-Expedition hinzu. Die Expedition kommt mit niedriger Gefahr voran. Wird abgeschlossen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Wird abgeschlossen, wenn die Expedition einen Fortschritt von 8 oder mehr erreicht. Wird fehlschlagen, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist. Die Expedition erreicht eine Gefahrenstufe von 8 oder höher. Die Expedition wird wegen fehlender Finanzierung und mangelnder Fortschritte aufgegeben.
Bongo-Expedition. Ah, steht jetzt hier. Na gut. Das ist eins Regierungsausgaben. Minus 17.500 durch den Expeditionenetat. Okay. Die Ausgaben haben wir immer noch. Zumindest stehen die da. Und hier auch. Ah. So, Investitionsquellen. Richtig schön. Dadurch, dass die Industriellen jetzt so glücklich sind, zahlen die hier viel mehr ein. So. Die Häfen sind noch im Bau. Und wir werfen mal einen allgemeinen Blick auf unsere Marktsituation. Sprengstoffe, da sind wir dran. Stahl sind wir auch dran. Glas sind wir dran. Motoren hatten wir uns nicht angeschaut. Motoren, ja. Aber hier haben wir doch von der letzten Folge Motorenwerke schon eingereiht gehabt. Monatlicher Preisbericht. Oh, wir haben eine Verpflichtung von Hannover erhalten, weil wir sie finanzieren. Interessant. Ja, die Kunstwerke, die pendeln sich ein. Und da haben wir ein Event. Der weiße Nebel. Einmal kurz sortieren. Erst Hannover, dann das Event. Okay, also Hannover ist schon was größer. Hannover ist ein Staat in Preußen. Also der Staat Hannover gehört zu Preußen. Und das Land Hannover hat den Staat Elbe. Sehe ich das richtig? So sieht's aus. Also das Land Hannover hat den Staat Hannover verloren. Was hätten wir jetzt hier für Möglichkeiten? Wir können sie nicht in eine Zollunion einladen. Handelsvertrag vorschlagen. Jetzt könnten wir hier die Verpflichtung einsetzen, wir würden es trotzdem nicht machen. Wir könnten die Beziehungen um 30 verbessern, indem wir sie von der Verpflichtung entbinden. Also wir werden jetzt mal das Finanzieren beenden. Das war ja, als unsere Schatzkasse voll war, da haben wir ja alle möglichen Ziele mit Geld zugeschüttet. Finanzieren beenden. Also ich gehe davon aus, dass wir sie jetzt nicht mehr finanzieren. Hier steht auch nichts davon, dass sie finanziert werden. Und ja, dann schauen wir uns als nächstes das Event an im Kongo. Der weiße Nebel. Die Expedition wacht im Morgengrauen auf und stellt fest, dass sie von einem dichten weißen Nebel umgeben ist, der ihre Sicht stark beeinträchtigt.
Da lag er vor uns, eine zähe und geronnene Schicht des kränklichen Atems der Natur. Wie eine Masse aus verfaultem Elfenbeinblut. Ein Nebel, der uns unmöglich machte, zu erraten, wo unser Dampfer lag oder auch nur zu erahnen, wer der Mann neben einem war oder ob er noch lebte. Es war ruhig, doch diese Stille glich nicht im geringsten einem Frieden. Die Expedition erhält Fortschritt und erhält Gefahr. Machen wir das? Nehmen wir den riskanten Weg? Ja, unser Bausektor läuft und wir machen jetzt sogar leichten Gewinn. Das ist natürlich schon heftig, dass wir jetzt schon wieder in der Gewinnzone sind. Obwohl die Sprengstoffe so teuer sind, ja. Alles ist relativ teuer. Glas ist außer Werkzeuge. Eisstufenstahl. Drei Stufen Sprengstoff, zwei Stufen Motoren. Die Rücklagen schwinden hier etwas. Ah, okay, aber Schal ist auch so teuer. Ah, Schal ist hier schon die Lösung. Aber dann werden wir Schal nochmal zusätzlich ausbauen. Oder zweimal. Wenn es eh schon teuer ist und wir es dann auch noch mehr brauchen werden. Glas. Blei hatten wir exportiert. Da war doch was. Sogar extrem viel exportiert. Zu den Briten und zu den Dänen. Glas und Munitionsfabriken. Okay. Aber dadurch sind wir auch weltweit der Produzent Nummer 1 in Sachen Blei. Bürokratie, eventuell. Ah, okay, das Kolonialamt wird schon auf Stufe 2 verbessert. Wir verbessern das dann direkt auf 3, brauchen dann aber auch wiederum mehr Bürokratie. Regierungsverwaltung. Oha, das ist was Neues. Wir haben in Wallonien keine Bauern mehr. Wir bauen hier in Flandern zweimal die Regierungsverwaltung aus. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal anschauen, ob wir in Wallonien Arbeitskräfte mobilisieren können. Okay. Gut, Leute. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Bye, bye.